Herzlich willkommen zurück zu Kirby Superstar Ultra. Beim letzten Mal haben wir Formel Mampf und frische Brise durchgespielt. Und dieses Mal wollen wir uns an das nächste Spiel wagen, namens Dynablade. Dynablade stört das Einbringen der Ernte. Warum nur? Aber zuerst muss das aufhören. Ja, feile an deiner Spezialpower in 5 Stages voller Abenteuer. Also wagen wir mal ein neues Spiel und genießen diese wunderschöne neue Zwischensequenz. Ganz schön scharf kannte ich die Federn von Dynablade. Und die Schwerkraft hat Kirby auch noch entdeckt. Ja, dann würde ich mal sagen, jagen wir dem Vogel hinterher. Und es geht auf in die Weltkarte erstmal. Ja, wir sehen hier die 5 Stages, die wir betreten müssen. Und nun ja, wir werden mit 1 logischerweise anfangen müssen, denn in die anderen kommen wir noch nicht. Ja, da vorne gibt es einen Cutter, den wir uns schnappen könnten, aber den wollen wir nicht. Direkt hier vorne kriegen wir nämlich die Schirmfähigkeit, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Die Schirmfähigkeit ist eigentlich sehr lustig, mit der ist man immer sehr schnell unterwegs. Denn während wir rennen und angreifen, können wir genau diese Technik hier einsetzen, die uns in der Luft sehr schnell macht. Des Weiteren haben wir immer Schutz vor allem, was auf uns runterfallen will, denn der Schirm schützt uns auch, während wir nicht gerade mit ihm angreifen, was eigentlich sehr nützlich sein kann. Ja, hier vorne diese Blöcke, da müssten wir einfach nur draufstehen, damit sie zerstört werden. Ist also ein bisschen Geduld gefragt. Das Essen hier vorne brauchen wir zwar nicht wirklich, aber ich futter es trotzdem, denn ich bin Kirby. Mohaha. Und ja, wenn man vor den Gegnern rennt und angreift, dann kann man sie auch auf den Schirm nehmen und ein bisschen mit ihnen rumspielen. Man kann Gegner auch als Projektile missbrauchen und damit massig Schaden an Gegnern verursachen, aber da kommt man relativ selten zu. Das kann man in Bosskämpfen nur ganz selten eigentlich mal sinnvoll verwenden. Und dann eigentlich auch nur, wenn man ein bisschen Übung drin hat und weiß, was der Boss denn an Projektilen benutzt. Aber wie dem auch sei, wir dashen hier rechts und links durch die Gänge, problemlos mit unserer Schirmfähigkeit. Bis zu dieser Tür hier vorne. So, hier drin gibt es eine Maxi-Tomate, die Schwertfähigkeit und die Cutterfähigkeit. Weiter geht's hier drin nicht, das ist ein reiner Ausrüstungsraum hier. Rechts ist die Sleep-Fähigkeit, die bringt aber nichts. Die lässt Kirby nur für ein paar Sekunden lang schlafen und dann hat er wieder gar keine Fähigkeit mehr. Also, ja, es ist wie gesagt mehr so eine Art Falle. Und bam, Cutter-Kombo. Ja, die Cutter-Fähigkeit kann diese lustige Kombo ausführen, die beeindruckend wenig Schaden macht, muss man leider sagen. So, hier vorne kann man links die Wand hochgehen, um einen Unbesiegbarkeitslolli zu finden, den man nicht unbedingt finden muss, der allerdings die ganze Geschichte hier vorne deutlich einfacher macht. Theoretisch könnte man jetzt mit dem normalen Weg ganz schnell zum Boss rennen und den Boss mit dem Lolli besiegen, so wie wir das schon mal in Spring Breeze mit dem Eismann gemacht haben. Aber gut, wir nehmen hier vorne diesen kleinen geheimen Nebenweg, denn wir wollen den Boss sowieso anderweitig besiegen. Unser Helfer hat sich gerade in Sir Kibble verwandelt, weil er die Cutter-Fähigkeit von uns aufgefangen hat. Naja, wie dem auch sei, wir benutzen die Crash, also die Inferno-Fähigkeit, um den Koch Kawasaki mit einem Schlag umzunieten. Jetzt können wir mal die Chefkochfähigkeit demonstrieren, auch bekannt aus Super Smash Bros. Brawl als der Ultra Smash von Kirby. Ja, was die Fähigkeit macht, ist wahrscheinlich sehr bekannt. Wir stellen uns einfach irgendwo hin, das Spiel stoppt kurz und wir klopfen alle Gegner in unseren Kochtopf, die so in der Nähe sind. Ja, einmal schön würzen, gut umrühren und schon haben wir massenhaft Essen. Ja, das hier ist nicht wie Brawl, hier können keine anderen Items dabei rauskommen, hier kann man wirklich nur Essen von den Gegnern bekommen. So, hier haben wir ein Kanu... ein Minispiel. Wir müssen möglichst drücken, wenn die Leiste voll ist. Wenn wir uns vertimen, dann schießen wir übers Maximale hinaus und landen beim Minimalen. Und ja, das war gerade die minimale Kanonenstärke. Wir haben nichts bekommen. Eieiei, das war ja schon fast peinlich. Naja. Hier vorne haben wir direkt eine neue Schirmfähigkeit. Wir können den Viechern übrigens auch ihre Schirme abnehmen, dann wären es ganz normale Waddle-Doos und wir könnten die Waddle-Doo-Fähigkeit bekommen. Aber gut, die Schirmfähigkeit mag ich sowieso lieber. Die Tür da vorne lassen wir erst... ach egal, gehen wir mal rein, um sie zu demonstrieren. Die Tür hier vorne ist eine reine Falle. Hier gibt's nichts. Hier geht's nicht weiter, hier gibt's keine Goodies, gar nichts. Es ist eine reine Falle, in der Gegner auftauchen und ja, wenn wir so besiegt haben, gibt's eine Tür nach draußen. Wuhu, ist das nicht toll. Ja, hier vorne kann man auch nach rechts weiter, das ist auch sinnlos eigentlich, aber wir demonstrieren es auch mal. Um, naja, halt hier vorne mal vor allen Dingen, komm Schirm, komm runter, sehr schön, unseren Kollegen hier in eine Schirmfähigkeit zu wandeln und die Ninja-Fähigkeit zu bekommen. Jawohl, jetzt ist Kirby also ein Ninja und kann sich an Wänden festhalten. Uhuhu. Wir können die Ninja-Fähigkeit leider nicht übermäßig lang behalten, aber sie ist halt witzig, solange man sie hat. Huh. Wandspringe, Wandspringe, ey. Der gegnerische Ninja wollte uns angreifen. Kabam, wir greifen uns ihn und schmeißen ihn durch die Luft. Ah, die Ninja-Fähigkeit ist einfach mal viel zu witzig anzusehen. Mit der Ninja-Fähigkeit kann man allen möglichen Unfug machen. Die Ninja-Fähigkeit hat auch einen eingebauten Schutzmechanismus. Wenn man viel Schaden nimmt, macht man sich automatisch für eine ganze Weile unbesiegbar. Also komplett unbesiegbar. Nicht nur mit der normalen LR-Unbesiegbarkeit, sondern man verschwindet komplett aus dem Spiel. So, was wir jetzt hier vorne brauchen, ist erstmal das
dass unser Helfer die Ninja-Fähigkeit nimmt, denn ich will die Ninja-Fähigkeit nicht aufgeben. Und dann nehmen wir uns die Mirror-Fähigkeit, um hier vorne diese Bombe zu aktivieren, die uns zu einem geheimen Schalter führt. Jawohl, und wir haben ein geheimes Level in Anführungsstrichen aktiviert. Dieses Level ist ein Ausrüstungsraum, aber da kommen wir später noch zu. Jetzt will ich erstmal meine Ninja-Fähigkeit zurückhaben. Außerdem will ich nicht unbedingt, dass die ganze Zeit eine KI hinter uns herläuft. Die stört eigentlich mehr als alles andere. Kabam! So, haha, jetzt können wir die Gegner hier mit unserer Ninja-Fähigkeit erdolchen. Ist immer sehr witzig, wie gesagt. Autsch, mit der Ninja-Fähigkeit rumzulaufen. Kabam! Wir haben nebenbei noch die Bombe erledigt, die auf uns zugeflogen ist. Ja, hier haben wir jetzt ein kleines Schiebelevel. Schiebelevel sind natürlich in allen Spielen immer nervig, bekanntermaßen. Denn wir müssen jetzt darauf warten, dass die Stage mit uns mitkommen. Das, obwohl das hier vorne nicht so wirklich die schwierigste Stage ist. Ja, wir können, wenn wir ganz schnell auf den Angreifknopf drücken... Autsch. Ja, da sehen wir es. Wir machen uns kurz unbesiegbar, wenn wir getroffen werden. Wir können, wenn wir kurz auf den Button drücken, diese Messer werfen, die, ja, nicht sonderlich viel Schaden verursachen, aber halt Projektile sind. Wenn wir die Taste gedrückt lassen, dann machen wir einen ganz normalen Stichangriff, der noch eine zusätzliche Energiewelle erzeugt, wenn sie einen Gegner trifft. So, machen wir es ein bisschen spannend. Wir müssen da vorne zu dem Stern kommen und uns vorher durch die Wand buddeln und... Oh, wow! Jetzt wäre ich fast noch zerquetscht worden. Das war gar nicht mal so beabsichtigt. Aber wir haben überlebt. Alles ist okay, wir haben überlebt. Und sind im nächsten Raum. So, hier vorne gibt's jetzt Wheelies. Wheelies sind am besten aufgehoben beim zweiten Spieler. Es ist sehr schön, wenn man einen menschlichen zweiten Spieler hat, dann ist Wheelie die stärkste Fähigkeit so ziemlich im gesamten Spiel. Denn dann kann der erste Spieler, während er auf Wheelie sitzt, also auf dem zweiten Spieler, der Wheelie spielt, einen speziellen Angriff benutzen, der mega viel Schaden macht. Aber gut, wir haben jetzt keinen zweiten menschengesteuerten Spieler, von daher lassen wir das und nehmen einfach nur mit Kirby die Wheelie-Fähigkeit und rasen hier nur mit Kirby durch. Leider kann man nicht springen, während man Kirby-Wheelie ist. Der zweite Spieler kann mit Wheelie auch springen. Ist eigentlich eine witzige Sache. So, hier haben wir jetzt Bonkers, den Boss. Den wir schon mal in Spring Breeze gesehen haben, in Frische Brise. Aber hier ist er jetzt im normalen Spiel nicht als optionaler Boss. Ja, wir kriegen von ihm wieder die Hammerfähigkeit, die immer noch unglaublich stark ist und die man unbedingt behalten sollte. Vor allen Dingen, weil man damit hier vorne einen kleinen Geheimgang aktivieren kann, der das Schloss komplett abreißt und uns eine geheime Tür gibt. Und ja, uns drei freie zusätzliche Extra-Leben beschert. Wuhu! Und ab ins Ziel. So, jetzt aber das Kanonen-Minispiel. Jetzt muss das aber besser laufen. Wow, ich blamier mich hier mit dem Kanonen-Minispiel. Ja, wieder minimale Stärke und wieder überhaupt nichts dafür bekommen. Ja, einmal von den restlichen Leveln werden wir es schon irgendwie hinkriegen, dann ordentlichen Punktestand zu bekommen. So, da vorne läuft jetzt ein kleiner Zwischenboss rum, den wollen wir aber noch nicht herausfordern. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne in die Ausrüstungsstage. Ja, ne? Wie man sieht, hier sind ein paar Gegner, an denen man die Fähigkeiten ausprobieren kann. Maxi-Tomaten, um sich voll zu heilen. Das bringt nicht wirklich irgendwas, hier Maxi-Tomaten einzusammeln, denn am Anfang jedes Levels ist man sowieso voll geheilt. Und ja, komm, nimm die Hammerfähigkeit. Komm, Kollege, nimm die Hammerfähigkeit. Ich will, dass du Bonkers wirst. Sehr schön. So, jetzt ist unser Kollege Bonkers mit der Hammerfähigkeit. Ist auch verdammt groß, der Bonkers, muss man sagen. Und wir schnappen uns auch selbst die Hammerfähigkeit, weil sie halt so dermaßen viel Schaden macht. Wobei, wir können eigentlich mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Hier vorne gibt's die Plasma-Fähigkeit. Im Super Nintendo-Spiel war die Plasma-Fähigkeit mit Abstand die stärkste Fähigkeit im Spiel und hat einfach alles mit Leichtigkeit umgenietet. Leider muss man sagen, dass man sehr schnell Schmerzen in den Fingern bekommt in der DS-Version. Und die Fähigkeit wurde auch generell entschärft und macht nicht mehr so viel Schaden wie früher. Nun ja, hier haben wir jetzt allerdings, wie gesagt, diesen kleinen Waldzwischenboss, der allerdings mit Bonkers als Kollege keine große Gefahr darstellt. Ja, auch ein computergesteuerter Bonkers macht unglaublich viel Schaden. Ja, das war, wie gesagt, wirklich kein Problem. Man muss diesen Boss ja auch nicht besiegen, das kann man einfach so zum Spaß machen und wir haben es halt getan. Ja, weiter geht's mit der nächsten Stage. Rein in diese lustige Höhle. Mit der Wheelie-Fähigkeit könnte man hier drin lustig rumdüsen, aber die haben wir gerade nicht, also gucken wir, dass wir so durchkommen. Wenn Crash-Fähigkeiten von irgendwo weit oben runterfallen, sollte man sie nach Möglichkeit zerstören, bevor sie aufprallen. Und, ja, denn ansonsten passiert das, sie explodieren und machen relativ viel Schaden, allerdings hat die Crash-Fähigkeit uns gerade hier nicht erwischt. Damals in der Super Nintendo-Version war diese Fähigkeit noch stärker, die haben sie auch entschärft für die DS-Version, ich weiß gar nicht warum. So stark war sie dann auch wieder nicht. Und ja, nun ja, die macht halt viel Schaden. Hier ist noch ein kleiner Extra-Raum, hier können wir noch ein Extra-Leben bekommen, das wir uns auch schnell mal schnappen. Wir sehen, dass unser computergesteuerter Kollege sich gerade an einem Gordo umbringt, der hier so durch die Gegend flattert. Und ja, ich glaube, hier vorne wird unser Computerkollege jetzt verdammt viel Schaden nehmen. Ja, so Windstellen sind nie gut für Computer. Das, ja, führt dazu, dass wir ihn gerade mal am besten vernichten und alleine weitergehen, damit er uns nicht die ganze Zeit nervt. Da, kabam. Wir sollten uns, glaube ich, hier vorne die Steinfähigkeit einsacken, wenn wir können. Nehmen wir es uns nicht. Ja doch, komm, wir nehmen uns die Steinfähigkeit. Wir können wieder Bonkers als Kollegen beschwören. Und weiter geht's. Denn hier vorne ist eine Stelle, die mehr oder weniger für die Steinfähigkeit gemacht ist.
Hier können wir uns einfach in einen Stein verwandeln und uns rutschen lassen. Lalalala. Auch das war in der Super Nintendo-Version ein kleines bisschen anders. Haha, wir sind ein Muskelprotz. In der Super Nintendo-Version ist man deutlich schneller heruntergerutscht. Auch das haben sie verändert. Man rutscht jetzt deutlich langsamer. Ja. Das ist halt nicht die komplette Änderung. So, dann zerstören wir die Bombe mal vorsichtig, denn das Leben fällt runter und wir haben das extra Leben bekommen, bevor es in den Abgrund gefallen ist. Sehr schön, sehr schön. So, ja, die Steinfähigkeit hat immer den Nachteil, dass sie halt nicht wirklich direkt Schaden macht an der Stelle, wo man sie einsetzt, wenn man nicht vorher sich ein bisschen in Bewegung gesetzt hat und dann als Stein ein kleines Stück schlittert und so im Schlittern dann Schaden machen kann. Ja, die Steinfähigkeit ist nur für bestimmte Stellen des Spiels wirklich gut. So, hier vorne können wir uns jetzt die Eisfähigkeit schnappen. Das hat mal nicht funktioniert. Das versuchen wir gleich nochmal. So, Steinfähigkeit weg! Ah, wir sind eingefroren. Und Bonkers hat die Eisfähigkeit vernichtet und hat sich in Rocky verwandelt. Hey! Oder wie er hier heißt, Feinstein. Ich mochte den Namen Rocky lieber. Naja gut, dann laufen wir halt ohne Fähigkeit weiter. Was soll's, sind wir halt kein Eis. Ja, übrigens, wie man sieht, wenn man etwas runterschluckt, das keine Fähigkeit beinhaltet, dann kommt einfach nur lecker. Und es passiert nichts wirklich weiteres. Ja, ne, jetzt laufen wir irgendwie ohne Fähigkeit durch die Gegend. Das ist auch relativ selten in dem Kirby-Spiel. Aber gut, wir werden gleich schon irgendwas auftreiben können. Dashen hier vorne noch durch und weiter zum nächsten Warpstar, der hier oben auf uns wartet. Wuhu! Ja, ne, damit haben wir dieses Gebiet auch schon so gut wie abgeschlossen. Jetzt geht's raus in ein Bosskampfgebiet. Achtung, Achtung, wir kriegen die Kämpferfähigkeit und greifen diesen Gegner. Ein schöner Wurf, leider war kein anderer Gegner in der Nähe, der davon getroffen wurde. Und hier haben wir den Boss, nämlich Buzzy. Bugsy, schöner Name, Bugsy, kann man kaum aussprechen. Der uns hier die Wrestlerfähigkeit bekommt, die im Original Suplex hieß, was irgendwie ein schönerer Name für eine Wrestlerfähigkeit ist, aber gut. Ja, das war's dann auch schon für diese Stage. Und schon wieder minimale Kanonenstärke. Ich hab gedacht, vielleicht, wenn ich's nicht erwähne, dann machen wir uns hier besser. Oh Mann, ich muss jetzt aber wirklich in der nächsten Stage unbedingt maximale Stärke erreichen, ansonsten ist das ja einfach nur noch peinlich hier. Der Bonbonberg mit der Suplex-Fähigkeit oder der Wrestler-Fähigkeit, wie auch immer man sie nennen möchte. Hier gibt's auch noch einen Geheimgang, den wir finden müssen. Mal gucken. Das ist der Geheimgang, den ich immer am längsten gesucht habe. Ich habe immer früher vergessen, wo genau dieser Geheimgang ist. Und es passiert mir zwischendurch heutzutage immer noch, dass ich vergesse, wo eigentlich der Geheimgang versteckt war. In erster Linie deswegen, weil ich immer glaube, dass er an einer gewissen anderen Stelle versteckt ist, die wir gleich noch sehen werden. Ich weiß darauf hin, wenn wir da sind. Jetzt schnappen wir uns aber erstmal hier vorne. Die, ich wollte eigentlich die Feuerfähigkeit, aber gut, dann halt nicht. Wenn du nicht willst, dann hast du halt schon. So, hier vorne kann man jetzt entweder oben rechts weitergehen oder hier unten den Wasserfall runterschwimmen. Wir nehmen mal den Weg unter dem Wasserfall. Komm schon, den kaputt. Sehr schön. Mit einem Slide das Ding zerstört. Mit der Suplex bzw. der Wrestler-Fähigkeit hat man immer das Problem, dass man bei Bossen so schwer Schaden machen kann, weil man Boss halt nicht einfach so greifen kann mit der Fähigkeit. Man muss immer irgendein Projektil greifen, das irgendwo rumfliegt, oder man muss die Unten-Fähigkeit benutzen, die Unten-A-Fähigkeit, während man in der Luft ist. Damit macht man dann auch Schaden bei der Suplex-Fähigkeit. So, hier vorne... Ah, Mist. Hier vorne brauchen wir jetzt kurz die Feuerfähigkeit, also... Moment, machen wir mal kurz den Boden auf. Und ja, schmeißen hier vorne kurz die Suplex-Fähigkeit ab. Und dann schnappen wir uns hier vorne die Feuerfähigkeit. Fighter, ja, beseitigen wir mal kurz, damit er uns ja nicht die Feuerfähigkeit erledigt. Oder sich hier vorne an den Gordos umbringt, durch die wir jetzt mit der Feuerfähigkeit durchfliegen können. Ja, ne, das muss man hier auch nicht machen, aber wir zeigen ja möglichst alles, was wir mitnehmen können. Und hier kriegen wir 3 Bonusleben für Kirby! Yay! Nicht, dass wir irgendwie Gefahr hätten, dass wir, ja, keine Leben mehr haben könnten und Game Over gehen würden, weil wir so oft sterben. Aber nun gut, nicht wahr? Bonuswege und so. Ja, jetzt haben wir halt die Feuerfähigkeit, mit der wir uns in einen Feuerball verwandeln können und generell Feuer spucken können. Und hier vorne jetzt, naja, die Abkürzung nicht nehmen können. Theoretisch mit ein paar Fähigkeiten kann man eine Abkürzung nach links nehmen, aber mit der Feuerfähigkeit muss man den längeren Weg außenrum nehmen. Hier vorne wäre die Abkürzung. Mit ein paar Fähigkeiten kann man halt da vorne die Wand durchschießen und dann die Bombe früher aktivieren und sofort hier den linken Weg hochnehmen. So, mit dem Lolli müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dass wir irgendwie Schaden nehmen könnten. Und ja, jetzt geht's in das Gebiet, in dem ich immer denke, dass der geheime Weg wäre, nämlich hier. Also ich denke immer, hier wäre der geheime Schalter, denn hier ist eine Kanone, die man mit der Feuerfähigkeit aktivieren muss, aber sie bringt einen nur zu diesem Vorratsraum, in der es aus irgendeinem Grund 2 Maxi-Tomaten gibt, obwohl eine Maxi-Tomate einen sowieso vollhält und ein Bonusleben. So, der eigentliche Schalter ist nämlich hier. Anstatt rechts weiterzugehen, müssen wir nach links laufen. Und schon haben wir den Geheimweg zum zweiten Geheimausrüstungsgebiet aktiviert. Des Weiteren kriegen wir vorne die Tag-Fähigkeit, die hier Kopie heißt. Damit können wir die Fähigkeit eines Gegners kopieren. Wenn der Computerhelfer Tag hat, ist es deutlich nützlicher,
Denn der Computerhelfer kann A, die Fähigkeit jederzeit wieder abwerfen und wieder zurück zu Tech transformieren, im Gegensatz zu uns. Wir haben jetzt die Schwertfähigkeit und werden jetzt für immer die Schwertfähigkeit behalten. Außer wir werfen sie ab und nehmen Tech als komplett neue Fähigkeit wieder auf. Ja, und außerdem ist die normale Angriffsfähigkeit von Tech beim Helfer deutlich stärker als bei Kirby. Damals in der Super Nintendo-Version gab es auch einen großen Unterschied zwischen dem heutigen Tech. Damals war die Tech-Fähigkeit die mit Abstand überpoweredste Fähigkeit überhaupt für den Computerhelfer und man hat jeden Boss innerhalb von wenigen Sekunden damit niedergemetzelt, weil sie einfach wirklich überpowered stark war. In diesem Spiel hat man die Fähigkeit für den Helfer geändert. In diesem Spiel ist die Helferfähigkeit für Tech, dass man ja erst einen Angriff aufladen muss und damit dann angreift. Und generell ist der Angriff deutlich verlangsamt worden im Gegensatz zu der Geschwindigkeit, die sie damals hatte, die Fähigkeit. So, hier haben wir den ersten Boss. Wir haben die Popstar-Fähigkeit gerade eben eingesammelt. Damit können wir schreien, wie wir sehen. Achtung, zweiter Schrei. Oder, ach komm, Helfer. Wir lassen unsere zwei Schreie und lassen den Helfer den erst machen. Das dauert immer eine Weile, bis der Helfer dann mal auf die Idee kommt. Hey, ich könnte hier eigentlich mal angreifen. Oh, naja. So, zweiter Boss. Hier haben wir Bonkers. Wir machen unseren zweiten Schrei, sobald er gerade nicht unbesiegbar ist. Achtung, jetzt! Und sehen, das hat massiv Schaden verursacht. So, komm. Schwertiger Kollege hier. Sharp Knight, mach irgendwas. Sehr schön. Sharp Knight hat den Gegner hier besiegt, hat Bonkers besiegt. Und wir haben immer noch einen Schrei übrig für die letzten zwei Bosse. Hier haben wir jetzt zweimal Puppy Peng. Ja, ich weiß nicht genau, was er da schreit. Ich will es noch gar nicht wissen. Und ja, auf jeden Fall haben wir damit die beiden Puppy Peng mit mehr oder weniger einem Schlag ausgelöscht und können so auch diese Stage mit Leichtigkeit beenden. So, jetzt aber maximale Stärke, jawohl, maximale Stärke! Wenn die Leiste oben weiß wird, dann sehen wir haben maximale Stärke erreicht und kommen bis zu 1. Und kriegen dafür 3 Bonusleben! Das wäre auch grauenhaft gewesen, wenn ich jetzt nicht die maximale Stärke erreicht hätte. So, wir können zur letzten Stage, zu Dynablades Nest. Aber erstmal gehen wir in Probierzimmer 2. Ja, der zweite Ausrüstungsraum, in dem es die restlichen Fähigkeiten gibt. Hier gibt es jetzt die richtig guten Fähigkeiten. Na gut, Tech ist jetzt in dem Spiel hier keine richtig gute Fähigkeit mehr. Wie gesagt, damals war Tech total überpowered, jetzt ist es nicht mehr so sehr. Wir können uns hier vorne außerdem, wenn wir wollen, die Crush-Fähigkeit holen, was natürlich für Bosskämpfe total unfair ist. Ja, ne? Und dann würde ich sagen, gehen wir hier vorne mal wieder raus. Wir werden sowieso vollgeheilt, wir müssen uns nicht extra an der Maxi-Tomate vollheilen, wie man hier sieht. Und auf geht's zu Dynablade! Wir haben außerdem jetzt unseren Helfer dabei, damit wir sofort eine neue Fähigkeit bekommen, sobald wir Crush eingesetzt haben. Und auf geht's! Hier vorne gäbe es jetzt auch nochmal ein paar Fähigkeiten, aber ne, was will man mehr als die Crush-Fähigkeit? Oder wie sie hier heißt, die Inferno-Fähigkeit. Hallo Dynablade! Der Kerl mit den scharfen Flügeln! Ja, ne? Crush! Oder auch Inferno! Und wir sehen, wir haben erstmal über die Hälfte seiner HP damit abgezogen. So, dann schnappen wir uns hier ein paar der Sterne, die er erzeugt. Gut, haben wir jetzt schon nicht gekriegt, egal. Dann schnappen wir uns einfach die Tech-Fähigkeit von unserem Kollegen und besiegen Dynablade damit. Wie man sieht, kann man nichts kopieren von dem Viech. Deswegen bleiben wir einfach die ganze Zeit bei dem Tech-Angriff. Und so, komm, ein Angriff noch. Jawoll! Und wir haben Dynablade erfolgreich besiegt und damit dieses Spiel auch schon abgeschlossen. Na, das war doch relativ flott. Hallihallo, Dynablades Küken. Tja, Dynablade, ich würde sagen, wir klauen dir jetzt einfach mal deine Brut. Ich weiß nicht genau, warum wir das hier machen. Kirby scheint hier ziemlich gemein zu sein in dem Spiel. Ne? Kükenentführung. Baby-Kidnapping. Hallo, Wispy Woods. Wir haben dich gar nicht gesehen in diesem Spiel. Eigentlich merkwürdig. Wispy Woods ist sonst immer in fast jedem Spiel drin. Ja, aus irgendeinem Grund klauen wir Dynablade seine Küken und füttern sie für ihn. Anscheinend hat er die Ernte gestört, weil er seine Küken füttern wollte. Und Kirby hat sich entschieden, dass Wispy Woods doch eigentlich eine viel bessere Möglichkeit ist, die Küken zu füttern. Ja, wenn das nicht mal wieder eine interessante Story ist. Ja, wir winken zum Abschied. Tschüss Dynablades Küken. Und damit haben wir das Spiel Dynablade abgeschlossen. Fortsetzung folgt. Im nächsten Spiel, logischerweise. Ja, ne? Das war auch noch ein relativ kurzes Spiel. Die restlichen dauern jetzt aber deutlich länger. Die werden wir nicht in eine Folge packen können. Als nächstes kommt das Höhlenabenteuer. Ein Spiel, das zwar relativ kurz ist, wenn man es nicht zu 100% spielen will, das allerdings zum längsten Spiel in dieser gesamten Serie hier wird, wenn man es zu 100% spielt. Und da wir das tun, werden wir wohl ein kleines bisschen an dem Spiel sitzen. Also bis zum nächsten Mal.